Okay. Aber auf Facebook hatte es geklappt. Ich habe dich gehört da. Hast du mich gehört? Ich höre mich noch Ja. nicht auf Facebook. Ich sehe es hier, aber es ist auch going live, aber das klickert und kommt nichts. Wer Ja. weiß, wo das dann Wo irgendwie das dann kommt. wieder hängt, ja. Ja, keine Ahnung. Es ist eine technische Herausforderung, die ich versuche zu nehmen und vielleicht früher oder später klappt es ja dann doch einmal. Ja, also das ist jedenfalls die Frauen am Brunnen heute mit dem Versuch, live zu streamen zu Facebook, was mir nicht so ganz klar ist, ob wir nun da sind oder nicht. Aber wir sind auf Zoom und wir nehmen auf. Und zum Not tun wir das halt dann wieder posten, wie das in der letzten Zeit gewesen ist. Wir haben heute das Thema, was zieht uns ein Leben lang und wie sind wir diesem Zug gefolgt, vielleicht als Ergänzung. Und bevor wir damit anfangen, machen wir wie üblich ein Check-in. Ja, wie gesagt, ich bin Heidi von der Wisdom Factory und ich bin in Italien und seit 10 Jahren ungefähr versuche ich mich mit der Technologie auseinanderzusetzen, habe einiges gelernt, aber diese hörte jetzt gerade. Ich weiß nicht, Marie-Rose, wenn du es irgendwo siehst und findest, vielleicht ist es ja ganz woanders, dass es streamt. Keine Ahnung. Nächstes Mal. Ja, und ansonsten geht es mir gut, sonnig. Nachher muss ich noch einen Garten gießen. Meine ersten Salatköpfe sind bald fertig und Radieschen habe ich schon fleißig gegessen. Und ja, ich bin eigentlich wohlgemut. Ich gebe weiter an Monja. Da werden sich die Schnecken freuen, wenn du schon Salatköpfe hast. Genau, die muss ich eben jeden Abend absuchen. Wenn wir aufhören, muss ich da wieder hin. Ja, ich bin die Monja in Wien und es ist bei uns so kalt, wie es nur zur Sophie kalt sein kann. Und angeblich regnet es dann 40 Tage nachher, ist eine alte Bauernregel. Aber auch die alten Bauernregeln werden nicht mehr unbedingt so stimmen, hoffe ich. Ja, bis auf Ärger mit der Waschmaschine ist eigentlich alles so heute gut gegangen. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch. Ich gebe weiter an Marie-Rose. Ja, hallo. Ich komme gerade auch aus dem Garten und weil es so schön Sonne war und heute sind zum ersten Mal wieder eben die Kinder gekommen und haben auf Mama der hört Schaufel. nichts. Wieso hört man nichts? Hört man nichts? Doch, doch, ich höre Das hört dich. nichts. Ah ja. Komisch. Ah, ja. Ach so, die Anna hört nichts. Die ist, da ist da noch was. Gut. Ja, da ist meine Schaukel mal wieder benutzt worden. Das war auch ganz, ganz schön. Und das kleine Häuschen, das da steht für die Kinder. Ja, so bin ich jetzt hier. Freue mich darauf, wenn es die nächsten Tage wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, ich gebe weiter an dich, Birgit. Birgitta. Hallo, ich wollte jetzt kurz fragen, ich schalte mich selber ein mit, oder macht die Heidi das? Du, ich mache das selber. Okay. Und ihr hört mich. Ja. Also ich bin die Birgitta natürlich und freue mich wieder dabei zu sein. Ich habe den Nachmittag heute mit meiner Mutter verbracht und meine Mutter liebt aus irgendeinem Grund Bananenpflanzen und wir haben viel Zeit damit verbracht, eine richtige Bananenpflanze zu finden, die genau für sie passt. Und jetzt freue ich mich auf ein paar Leute, die mit mir sprechen, die es nicht über Bananen geht. Und was ich noch erwähnen wollte, ah, das mache ich vielleicht nachher, wenn man nach dem Check-in. Ich gehe weiter an die Martini. Oh, ich bin schon eingeschaltet. Mir geht es auch gut. Ich freue mich für heute Abend. Und bei uns hat es geregnet. Heidi, hat es bei euch geregnet? Noch immer nicht. Bei uns hat es gut geregnet, es kühlt, so wie die Monia sagt. Und ich habe heute Hausputz gehabt. Nach langer, langer Zeit. Das ist auch immer schön aufzuräumen und wieder frisch die Sachen zu haben. Morgen hat mein Mann Geburtstag. Ich habe gerade einen Kuchen im Ofen. Also, ja,
Fast perfekt. Ich freue mich jetzt auf dieses Gespräch. Ja, schön. Die Anna kommt ja vielleicht nochmal, wenn sie ihr Problem mit dem Computer löst. Und wir fangen halt einfach mal an. Was hat mich gezogen? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht richtig sagen. Ich kann es immer nur im Nachhinein sagen, aber nicht in dem Moment, wo es passiert. Ich weiß nicht, hattet ihr jemand von euch von Anfang an etwas, was euch in die Zukunft gezogen hat, schon als Kind oder dann auch als Jugendliche? Ja, dann Birgitta, sag mal, erzähl mal. In der Jugend habe mich immer gezogen, was anders ist, eine andere Sprache, eine andere Schrift, alles, was irgendwie geheim war oder aber das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Es ist einerseits gleich geblieben, alles, was anders ist, und Schriften und Sprachen interessieren mich nach wie vor. Aber das Ganze hat sich mehr verlagert. Einerseits glaube ich, in Richtung Kunst und Sprachen, das ist Dauerbrenner bei mir. Aber in Richtung einer Ethik, die Freude macht. Das wäre so mein Thema, was jetzt in der aufgetaucht ist, ein ethisches Bewusstsein, was wirklich nicht irgendwie moralistisch ist, sondern was einfach gleichzeitig verantwortungsbewusst ist und Freude macht. Und dieses Verantwortungsbewusstsein sowohl bei mir als bei anderen zu leben oder zu wecken, das zieht sich eigentlich wirklich bei mir durch. Und was ich euch erzählen wollte, ich habe nach langer, langer Zeit das Gespräch von Heidi und Monja und Regina Hunschuk und noch einer Dame aus der Schweiz, da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, über Feminismus. Verena, was kommt nach dem Feminismus, nachgehört. Und ich muss euch sagen, das ist ein Gespräch, was mich so aufgebaut hat und so erinnert hat an frühere Zeiten, als wir uns da persönlich getroffen haben. Das habe ich mir jetzt zweimal angehört, weil es mich wirklich aufgebaut hat. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Ich höre hier und da was nach und das ist immer ganz nett und plätschert so dahin. Aber bei dem, das hat dann einen anderen Effekt gehabt. Das wollte ich euch einfach erzählen. Also die Richtungen sind bei mir Sprache, Kunst und eine Ethik, die Freude macht und Verantwortungsbewusstsein, was Freude macht. Danke, Birgitta. Das regt mich direkt an, sollten wir mal wieder anhören. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir damals gesprochen haben, um mal rauszukriegen, was dich daran so aufgebaut hat. Vielleicht baut es uns ja auch auf, wenn wir das jetzt hören. Es ist ja im August, glaube ich, gewesen oder im Juli vom letzten Jahr, ist schon lange her. Okay, danke. Im Juni war es, im Juni. Ah, wenn wir es auch aufschreiben, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Es war vielleicht war es inhaltlich, vielleicht war es auch die Erinnerung an die Atmosphäre, an die Gesprächsatmosphäre, da auch dazu, beides. Ja, mich hat eigentlich von Jugend an immer die Sehnsucht oder ja, dass ich Erkenntnis gewinne. Meine Eltern haben mich auch gefragt, also ob ich Matura machen will oder ob ich nur in eine Lehre gehen will. Ich habe gesagt, nein, ich will wissen, ich will lernen. Und es hat mich also eine Sehnsucht nach Erkenntnis, eigentlich faustisch, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also und das hat sich dann durch Wilber eben aufs Bewusstsein dann konzentriert. Und ja, das ist es eigentlich. Und jetzt habe ich eigentlich, weil du von der Ethik gesprochen hast, irgendwo den Anspruch, die Erkenntnis auch zu fühlen und zu sein und zu verkörpern. Das ist also jetzt so mein Anspruch. Das war es einmal fürs Erste. Ich mag da anschließen. Weil für mich, was ich sehr früh kam, so eine Fragehaltung, da waren noch keine Begriffe drauf,
Aber so ein erstaunendes zu gucken, ja, was bedeutet das? Weil das erinnere ich mich auch in der Grundschule und es ist in der Jugend ist es noch sehr viel stärker geworden, dass ich nicht selbst ins Handeln oder einfach so frisch fröhlich durch die Welt gelaufen wäre oder in den Schulen gewesen wäre, sondern so immer so mit so ein bisschen einer Distanz und mit so einer fragenden Haltung, was bedeutet das? Was mache ich hier? Wieso ist das so? Wieso bin ich so? Wieso lauter solche Fragen? Ja. Und das ist auch geblieben. Das hat halt irgendwann auch Antworten gefunden, Teilantworten. Und es hat irgendwann auch präzisere Fragen gebracht. Ja. Dieses Hintergrund. Und eben als Kind und als Jugendliche habe ich mich nicht wirklich wohl damit gefühlt. Weil ich so den Eindruck hatte, ja, die anderen, die leben so frisch drauf los und ich kann nicht so frisch drauf losleben. Und mit der Zeit ist das okay geworden. Das gehört einfach zu mir, so, ja. Hallo Anna, sollen wir noch warten auf Sie? Nein. Ja, mir hat auch ein Geheimnis geführt. Und zwar, ich habe sehr früh auf dem Schreibtisch bei meinem Vater ein Buch gefunden und da war eine Malerei darin von der Speiseverdauung. Also einfach ein Bild von der Speiseverdauung, rot und blau. Und ich habe meinen Vater gefragt, Papa, was ist das? Und er hatte mir das erklärt. Und ich habe gedacht, wie können die unter die Haut schauen? Wie geht das? Also ich habe das nicht verstanden. Dann kommt ein Herr zu meinem Vater und dann sage ich, darf ich Ihnen ein Geheimnis erzählen? Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie von innen ausschauen. Und dann hat er mitgespielt und ich habe gesagt, so schauen Sie von innen aus. Oh, hat er dann gesagt, ja. Also er hat getan, als ob das wirklich für ihn auch ein Geheimnis, eine Offenbarung war. Und dann muss ich sagen, dann später, sehr viel später, ich habe nicht studieren können im Anfang, was ich wollte. Ich wollte Innenarchitekt machen, ja. Und wir sind 7 Kinder gewesen. Und das ist nicht gegangen, finanziell nicht. Und dann habe ich einen Freund bekommen, der wollte eigentlich lieber, dass ich ein Geld mitbringe, als dass ich noch etwas lerne. Und dann habe ich gedacht, was kann ich machen? Und dann habe ich Fußpflege gemacht und Körpermassage und Pflege und alles. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt in Dorfgastein. Und dann bin ich nach Wien gekommen. Und in Wien habe ich dann gearbeitet für Christian Dior, weil ich die französische Sprache gesprochen habe. Und dann habe ich Kosmetikschule machen müssen. Und dann jede Saison nach Frankreich fahren und die Kosmetik dekorativ bei den Menschen auftragen. Beauty Schools habe ich gehalten auf der Kärntnerstraße und ich war so scheu, aber das habe ich tun müssen, um zu überleben. Und dann habe ich sehr bald erfahren, das ist so äußerlich, wie die Leute da sehr viel Geld investieren für ihr Aussehen und ihr Image. Und dann habe ich ein Studium gemacht von der Kunst. Ja.
Und das ist dann, eigentlich bin ich dann nach innen gekommen, also in die Seele. Und das ist für mich wirklich eine Führung durchs Leben geworden, einen roten Faden. Ja, und ja, das zieht mich, und eigentlich jetzt zieht mich sehr, und Heidi, da habe ich bei dir ein Video angeschaut, und zwar mit sie. Das ist eine Malerin. Und dann habt ihr über den Schmerzkörper gesprochen oder über das Leiden. Und dann, für mich ist jetzt ein Zeit, um den Schmerzkörper zu überwinden. Ja, das können wir, weil Generationen von Generationen haben wir diesen Schmerzkörper also mitbekommen von Urahnen und auch unser Verhalten und das in der Malerei habe ich immer wieder zum Beispiel, es war eine Dekade von 2000 bis 2010 von der Überwindung von Gewalt. Und jetzt tue ich sozusagen die Überwindung von dem Schmerzkörper. Und den können wir überwinden. Ja, wenn wir werden, auch wenn diese uralte Schmerz wieder auftaucht, kann sie trotzdem durch unsere Haltung also überwunden werden. Ja, und damit beschäftige ich mich. Also da ist irgendwie ein sehr roter Faden. Es hat mit dem Inneren zu tun, ja, das mich sehr zieht. Und ich darf mit der Malerei spielen und dann kommen Liebessachen heraus. Ja, das ist etwas sehr Feines. So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen. Ja, danke. Anna, bist du jetzt da? Warte, du bist stumm. Ich kann dich entstummen, wenn du magst. Ja, kannst du mal sprechen? Ob du ich kann mal sprechen. Also ja. Ist es vom iPad? Ja, ja, okay. Ja, was zieht dich in deinem Leben? Was zieht mich? Oder hat dich gezogen von klein auf? Ich würde jetzt erst einmal sagen, ich klinke mich erst ein bisschen ein, weil es war jetzt ein stressig, bis der Computer wirklich am Laufen war und so. Also bitte später, damit ich erst ein bisschen hören kann. Danke. Alles klar. Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen was Ähnliches wie Martini. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie nicht das sein darf, was ich als Kind, ja, was ich bin. Ne? Ich war immer so begeistert und das war für neue Sachen und das wurde immer als negativ angesehen. Und dann hatte ich zwei ältere Brüder, wo ich immer das Gefühl habe, die sind gegen mich, machen mich klein und solche Sachen. Und dann habe ich halt immer gemacht, was ich meinte, dass ich machen muss. Und dadurch habe ich eigentlich auch gar nicht richtig gewusst, was ich eigentlich am liebsten machen würde. Ja? Weil in der Schule war ich halt überall gut und nichts irgendwie, was mich besonders interessiert hat. Ich habe dann schon als Kind angefangen zu singen im Chor und das fand ich eigentlich schon immer schön, aber daraus einen Beruf zu machen, das wäre mir ja nie, das macht mir ja, also Musik als Beruf, ja, gibt es ja gar nicht. Ne? Und außerdem bin ich ja auch nicht gut genug und ne, aus einer unmusikalischen Familie, wie kann ich denn da auf solche Ideen kommen? Ich kam nicht auf die Ideen. Aber letztendlich dann über Umwege bin ich ja dann doch Sängerin geworden und habe mit der Stimme gearbeitet. Viele, viele Umwege, aber das hat mich immer begleitet. Insofern kann ich sagen, es hat mich gezogen. Aber von heute aus gesehen würde ich sagen, dass das Singen für mich mehr, ich mag Musik sehr gern, aber es ging nicht so sehr um die Musik und es ging auch nicht so sehr um die Stücke, die ich singe, obwohl ich die gerne gesungen habe. Sondern es ging mir um die Entdeckung, wie Stimme geht, wie, was macht das mit mir, was, und außerdem mich auch aus so einer Art latenten Depression rauszuziehen, dass ich also dann das Gefühl hatte, ich mache jetzt was auch irgendwo Freude macht oder was, gerade wenn man in der Aufführung ist, im Chor hast du ja nicht so schrecklich viel Verantwortung, wie wenn du Solo bist und dann bist du so, also
dabei in so was Großem, ja, das so eine Art Flow-Erlebnis, ja, und das war schon immer, das hat sich gelohnt gehabt und dafür habe ich es eigentlich mehr gemacht. Und heute, nachdem ich ja jetzt praktisch fast gar nicht mehr singe, merke ich, dass es eigentlich nicht genau das gewesen ist, also Singen als Singen, sondern als Tool für was anderes. Und das ist auch was, das mit nach innen gehen und verstehen, wie Mensch tickt und so. Das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste. Wir sind ansonsten durch mit dem Einchecken, was zieht mich, hat mich gezogen. Anna, bist du bereit schon? Oder warte, da muss ich dich erst wieder entstummen, weil ich habe dich stumm geschaltet. Okay, genau, ich bin ungewohnt am iPad. Irgendwie gibt er keinen Ton her, der alte Computer. Egal, auf jeden Fall. Danke, dass ich jetzt dabei sein kann. Und mir geht es besser als vor 4 Wochen, wo wir uns gesehen haben. Ich tue auch eine Menge dafür, mich zu entspannen und so ins Vertrauen zu gehen und noch so ein paar andere Sachen. Und ich habe ja, ich denke, aus Unsicherheit beim Abitur dann schon gewusst, ich will Sport studieren, Lehrer werden. Also das ist sozusagen die sichere Seite. Und habe dann als Notlösung, war eine Ausrede, auch nicht Biologie, also ein volles Studium, sondern eben Sozialkunde, also so ein halbseidenes. Und das hat mir auch dann später Schwierigkeiten gemacht, weil Sport kann man, wenn man depressiv ist, eigentlich noch ganz gut unterrichten, aber Politik und Sozialkunde also absolut nicht. Und innerlich habe ich immer gewusst, dass da noch mehr ist. Also sowohl was mein tatsächlich politisches Engagement für die Veränderung vom Schulsystem, das hat sich dann hinterher vom Human Design her total bestätigt, dass ich wirklich jemand bin, der einfach in die Zukunft beitragen möchte zur Verbesserung von größeren Systemen. Und das war halt das Schulsystem. Und das habe ich wirklich ein Leben lang gemacht, allerdings uneingeladen und alleine und bin dann oft einfach gescheitert, weil ich halt auch alleine war. Und ich denke auch im falschen Schulsystem, weil Dreifachturnhalle war nicht der richtige Ort, um meditative Tänze und Achtsamkeitsspiele. Also ich wollte auch immer den Unterricht anders machen. Und habe da wirklich auch verrückte Sachen gemacht und in der Dreifachturnhalle und im Widerstand, habe auch Theater gemacht an der Schule. Also ich denke, dieser kreative Teil von mir, der möchte noch weiterleben oder überhaupt merke ich einfach, das ist eine Dimension, ja, die ich sehr mag an mir. Genau. Und ich wusste schon in den 90er Jahren, in der Zeit, wo ich da auch Lithium-Patientin war, also ging es mir ganz gut. Da habe ich dann ganz viel Therapien, Familienaufstellungen gemacht und ab 2000 dann wusste ich, ich brauche eine spirituelle Erfahrung, also ich muss in die Tiefe gehen. Ich habe durch meine sehr katholische Erziehung war ich so in diesem Pol auch mit Partnern, die sehr materialistisch waren. Also es war wirklich so ein Aufwecken, aber eben für mich ganz allein. Also da hatte ich keine Unterstützung. In diesem wirklich, ja, grow up, clean up, also alles sozusagen, was in diese Dimension reingehört. Und das hat mich ein ganzes Leben lang begleitet. Genau, und jetzt ist die Mediation wieder gestorben. Also ich wollte mich ehrenamtlich beschäftigen in der Schule. Das hätte mir große Freude gemacht, an der Grundschule Mediator zu sein in einem Team. Da ist die Ausbildung auch zu Ende gegangen, aber dann waren wir 2-mal in der Schule, haben uns vorgestellt und dann kam Corona. Genau. Ja, genau. Also Schule ist schon ein Bereich, ja, ich merke auch, ich würde gerne mit Gene Keys oder überhaupt Gruppen noch mehr machen. Merke ich einfach, da lebe ich auf. Ich habe nur einmal im Monat eine gewaltfreie Kommunikation, eine Praxisgruppe. Genau, und ich beschäftige mich wirklich, ich würde gerne mehr von dem, was ich gelernt habe, erfahren habe, einfach weitergeben, teilen. Ja. Das ist das, was mich aber mein Leben lang so wie begleitet, ja.
Ich habe jetzt in dem Gespräch so viele Resonanzen, jetzt muss ich kurz einmal das durchgehen, wenn ihr mir das gestattet, weil mit der Adelheid hat mir das verbunden, so in der Schule sitzen, gut sein, aber eigentlich geht es am Leben vorbei irgendwo. Und ich war ja dann, so wie du vielleicht mit der Musik, ich war dann glücklich mit Restaurieren, endlich was in die Hand nehmen, endlich was Handfestes tun, Ergebnisse in einer Gruppe, Ergebnisse erzielen, wunderschön. Und das verbindet mich auch eben mit der Monja, weil die Monja hat ja gesagt, die Erkenntnis. Und die Erkenntnis, die hat sie bei mir auch so durchgezogen. Und das ist aber ganz eine andere Erkenntnis, ob sie so eine theoretische Erkenntnis ist oder eine praktisch durchlebte Erkenntnis. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen irgendwie unsere Generation oder unsere Gruppe, diese Verbindung zwischen dieser Theorie und Praxis, weil gerade wenn es um Deuten und Bedeutung geht, das geht jetzt zur Marie-Rose, du hast es von der Bedeutung gesagt. Ich denke mal, gerade wenn man irgendwo in Klängen oder in Bildern oder dann hat man die Beweglichkeit, diese analoge Beweglichkeit, die es leichter macht, Dinge zu deuten oder Bedeutungen zu finden. So habe ich das dann, ich habe das einmal aus der Anthroposophie gehört und habe das nicht weder besonders bejaht noch negativ bewertet, aber ich habe es einfach probiert und ich habe das Gefühl, dass da ist wirklich was dran. Dass über die eigene Praxis, egal auf welchem Gebiet, komme ich in der Erkenntnis, in der theoretischen Erkenntnis viel weiter und werde flexibler irgendwo. Und mit der Anna weiß ich jetzt gerade noch nicht, was mich verbindet, das kommt erst, aber bei der Martini muss ich unbedingt nachfragen, da sitzt gerade mein Geheimnis, wo du das gesagt hast mit dem Schmerzkörper. Den Schmerzkörper zu überwinden, ins Innere zu gehen, das ist für mich ein Geheimnis, was mich gerade zieht. Ich habe das nie mit dem befasst, aber ich finde das ganz was Tiefes, Wertvolles, glaube ich. Also, ja, soweit. Also mir ist noch in der zeitlichen Chronologie dann aufgefallen, dass ich ab 30 hat es mich dann nach innen gezogen. Also bis 30 war ich also mit meinem Mann, habe zwei Kinder bekommen, diplomatischer Dienst, Show, Partys, Einladungen. Und da waren wir dann in New York damals und plötzlich musste ich, fragt mich nicht warum, einen Kurs mit Kundalini-Yoga beginnen, wo man auch ziemlich viel atmet. Und hatte dann ein Jahr später aus dem heiteren Himmel eine kosmische Entgrenzungserfahrung in einem Kuss, in dem ich ein paar Konditionierungen überstiegen bin. Und von dem Moment an bin ich dann also weiter immer nach innen gegangen. Ich habe auch die Bücher, die ich gekauft habe, die habe ich also autodidaktisch alle in eine bestimmte Richtung und das ist dann bis zum Buddhismus gegangen, wo ich also Buddhismus für den Westen, das war dann schon in Wien, psychosophischer Prozess, also eigentlich ziemlich genau eine Vorbereitung für das, was dann mit Wilber also zusammengefasst wurde. Also ich habe immer schon, weil du den roten Faden erwähnt hast, es ist also eine Linie, und wenn es auch nur vielleicht ein Narrativ ist, aber es ist eine Linie, die in eine bestimmte Richtung geführt hat, ein Leben lang. Das ist soweit jetzt einmal, was mir da eingefallen ist bei euch. Ich stelle mich dich mal wieder stumm, liebe Anna, du meldest dich, wenn du reden möchtest. Wenn ich nicht huste. Mhm. Ja, genau. Der rote Faden. Ich kann das sagen, ich bin ja ungefähr, sag mal, mit kurz nach 40 bin ich dann durch alles mögliche Umstände, die in meinem Leben passierten, war alles ziemlich aufregend in meinem Leben lang. Manchmal so Phasen, relativ ruhig, aber dann wieder ganz aufregend. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt und die hat mich dann so ein bisschen für das Spirituelle interessiert. Und da bin ich also
sagen wir mal, auf den Weg nach innen gekommen. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, oder auch jetzt in späteren Jahren, ja, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und wenn ich es dann zurückverfolge, da ist ein roter Faden. Und der ging eigentlich immer dahingehend, dass ich in Haufen hätte schief laufen können, anders laufen können, weil ich habe es ja vorbereitet in der Richtung, dass vieles schief laufen könnte, ist aber nicht schief gelaufen in dem Sinne, sondern es hat mich immer sozusagen immer so weitergebracht, ja, und eigentlich bis heute, nur damals komplett unbewusst, da hatte ich das Gefühl, ich werde hin und her geweht, ja, und dann irgendwann, als dann die Bewusstheit kam, dann konnte ich es ja dann ein bisschen besser beobachten. Das heißt nicht, dass ich sofort aufgehört hätte mit den verrückten Sachen, aber es wurde mir dann durchaus viel klarer. Und ja, ich bin dankbar dafür, dass ich dann eben Ken Wilber auch kennengelernt habe vor über 20 Jahren. Und dann plötzlich hat sich das alles so sich eröffnet. Ah, so ist das. Das, und da war ich damals und das war es. Und so dann konnte ich das plötzlich einordnen. Aber wie gesagt, von hinten her. Und ich glaube, mein Weg war immer der des Widerstands gewesen. Immer sich durchkämpfen müssen und noch gar nicht richtig wissen, wofür eigentlich und wohin eigentlich. Aber immer das Gefühl haben, ich muss mich freischwimmen. Ja? Und ich denke, heute weiß ich schon eher, wofür ich mich habe freischwimmen müssen. Und ich bin dankbar, dass ich das konnte, weil es gab jede Menge Möglichkeiten, dass ich einen Kopf unter die Decke hätte ziehen müssen. Aber ich habe genug Energie gehabt, um immer weiterzugehen. Und das finde ich toll. Ja, der rote Faden. Da möchte ich noch anschließen bei dir. Entschuldige, Martini. Nee. Dieses gegen den Widerstand, das ist bei mir genauso gewesen. Also der Widerstand, das war immer mein Mann, der das alles sehr skeptisch gesehen hat, was ich da gemacht habe. Und erst wie er dann die erste Zeitung vom Integralen Forum in der Hand hatte, dann plötzlich war er also doch überzeugt, das ist nicht so. Aber ohne Widerstand, glaube ich, wäre es bei weitem nicht so fundiert geworden. Das wollte ich dir noch anschließen. Den roten Faden wollte ich sagen, was du beim Yoga Muya erfahren hast, das habe ich. Wir haben 5 Jahre in Kanada gewohnt und dort habe ich studiert. Und während dem Studium, das war für mich eine sehr große Herausforderung, habe ich sehr viel Tennis gespielt. Ich bin eine begeisterte Tennisspielerin. Und war aber, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich war so überrascht, wie der Tennisball hingegangen ist, wo er hingehen sollte. Aber ich wusste nicht, was das ist, weil ich nur pur in der Präsenz war, ist er von alleine gegangen. Es hat gespielt, genauso wie es malt. Und dann war ich, das war für mich so eine Offenbarung am Tennisplatz, dass ich gedacht habe, das muss ich an der Wand bringen in der Malerei. Und dann habe ich das auch als Malerei dargebracht. Und das kommt immer wieder, dass auch wenn ich Tennisspieler beobachte, gute Tennisspieler, die sind total, das geht alles, das Spiel spielt sich. Ja, und das ist, so bin ich dann auch von der Malerei zu dieser Zen-Meditation gekommen. Ja, obwohl ich eigentlich gar nicht meditieren wollte, weil da hast du auch in dem Gespräch, Heidi, gesprochen mit dieser C. Heißt sie so? Sie nennt sich C. C. Mhm. Dass ich glaube, dass du das erwähnt hast, dass Meditation ein egozentrische Sache ist, um auf einem Polster sitzen zu bleiben oder so etwas. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es so intensiv gemacht, so wollte ich das gar nicht. Aber ich wurde irgendwie von meinem Lehrer
so begleitet und ich habe es gemacht und es ist gut. Nur meine Knie haben von Tennis total sind die kaputt und das Sitzen ist dann eine extreme, das ist nicht so gut. Ja? Also, aber jetzt kann ich nicht mehr sitzen, aber ich sitze trotzdem. Aber ich muss sagen, wenn es bei der Meditation bleibt, dann ist es ein Blödsinn. Aber die Meditation geht in allem über. Das wird übertragen in alles, was wir tun. Auch im Putzen. Ja. Also ich glaube, es ist dann wirklich eine ganz feine Sache, dass man trainiert, diese Stille, die man während der Meditation hat, dass man die auch in, egal was es ist, tun, erholen kann, zur Verfügung hat, diese Technik. Ja, um trotz Hektik oder weiß ich Gott was, stille zu bleiben, ja, ruhig zu bleiben. Und da muss ich sagen, da kann ich sagen, ja zur Meditation. Und es ist ein Luxus, wenn wir die Stille erfahren dürfen. Ich glaube, das hat in jeder von euch diese Erfahrung, ja. Dass das etwas ganz Besonderes, Feines ist. Und das ist echt ein roter Faden bei mir. Also diese, wie du das im Tennis geschildert hast jetzt, Martini, das habe ich auch immer gekannt und habe gedacht, ich mache eigentlich alles nur mit dem Kopf. Also ich bin nicht Ski gefahren, weil ich gut Skifahren kann, sondern ich habe also mir visualisiert wahrscheinlich, wie man hinunterfährt und bin im Ski gefahren oder auch beim Tennis und so weiter. Aber ich glaube, was wir alle wahrscheinlich in der Meditation inzwischen erfahren haben oder verstärkt haben, ist diese Einspitzigkeit, dass du wirklich deine Gedanken einspitzig fokussieren kannst. Und das macht einen großen Unterschied, gerade in der heutigen Zeit, also wo du ja so überflutet bist mit Informationen. Und also diese Fähigkeit, glaube ich schon, dass die wir uns erworben haben alle. Ist einspitzig ein österreichisches Wort? Nein, das ist, ja, ich habe es im Buddhismus immer gehört, aber das war also one-pointed. Oh ja, es ist schon nicht ein österreichisches, nein. Aber ich nehme es gerne als österreichisches Wort, ja. Hab kein Problem. Vor kurzem in einer Gruppe mitgemacht, eine Lesegruppe zu Gott 9.0, und da waren fast alle Österreicher. Und da hatte ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, die alle zu verstehen. Ich habe euch gerade, Birgitta, das war eine Frau auch, die sah dir sehr ähnlich, weil ich immer an dich erinnert. Ich finde die Sprache ja schön, aber wenn dann alle so sprechen, dann wird es dann schon manchmal schwierig. Darf ich dich zitieren? Ich finde die Sprache zwar schön, aber wenn alle so sprechen. Das ist schwierig, weil es ist wie ein anderer Dialekt. Ja? Also ich kann mir vorstellen, wenn alle Plattdeutsch reden oder, na, Plattdeutsch verstehe ich sowieso nicht, aber auch Bayerisch, was ja auch nicht meine Sprache ist unbedingt. Ja? Und dann wird es anstrengend für jemanden, der einen anderen Antwort. Also Einspitzigkeit ist ein Fachausdruck aus dem Buddhismus. Also fast ist das konzentriert sozusagen, ja. Ausgerichtet. Ja. Okay. Das war für mich sehr erlösend in der Corona-Zeit, dass da mehr, ich kenne das Wort Einspitzigkeit erst jetzt, seit durch die Monja jetzt, aber dieses fokussierte Bewusstsein, das ist mir so nahe, und mir ist dieses Multitasking und dieses alles zugleich tun, das ist mir sehr fremd und sehr schwierig. Und in der Corona-Zeit war wieder viel mehr von dem da, oder auch dieser Flow in irgendwas aufzugehen, wie bei mir halt in der Restaurierarbeit früher. Und irgendwie möchte ich das eigentlich mittragen und habe noch nicht so ganz den Weg gefunden, weil ich habe es immer überlegt, was ist der rote Faden? Ihr habt alle vom roten Faden gesprochen. Und
da ist vielleicht ein Teil von meinem roten Faden, diese Fokussiertheit irgendwie mit Leichtigkeit zu verbinden. Bis jetzt war die Fokussiertheit bei mir immer relativ stark fokussiert. Und wenn dann was anderes gekommen ist, war ich sehr ungehalten. Und das mit der Leichtigkeit zu verbinden, die mein lieber Mann, der da nebenbei sitzt, sich immer von mir wünscht, das wäre sicher ein schöner roter Faden zum weiter spinnen. Zeigst du uns deinen Mann? In einer Frauengruppe ist auch ein Mann. Ja, hört mit. Schön. Er ist gerade erst gekommen. Bis jetzt hat er nicht, nur aus der Küche vielleicht geheim mitgehört. Jetzt ist er präsent. Er hat Zeitung gelesen, er hat nicht mitgehört. Ja, jetzt gerade sitzt er da. Ich kann auch, wenn Sie eine Privatsphäre wollen, kann ich mir auch. Na, ist okay. Okay. Bist du zu streng, Birgitta? Weil du sagst, er hätte dich gern lieber leichter. Bin ich zu streng, Josef? Was, zu streng? Bin ich zu streng? Ja. Das habe ich gut aufgelegt. Gell? Danke. Ich bin eigentlich auch zu streng und vor allen Dingen mit mir selber. Vor allen Dingen gewesen. Während ich habe gemerkt, als ich Gesang unterrichtet habe, mit den Leuten war ich eigentlich nicht sehr streng. Nur mit dem einen jungen Mann, der war damals ja noch ein Kind, weil ich wusste, der hat Begabung und mit dem muss ich streng sein, sonst wird das nichts. Der ist ja auch was geworden jetzt. Aber wenn ich da nicht streng gewesen wäre und einfach nur so hätte laufen lassen, da wäre er jetzt sicher nicht im Weltgeschäft. Aber normalerweise habe ich die Strenge nur mir gegenüber. Woran das wohl wieder liegt. Irgendwie denke ich mal, ich würde ganz gern, wenn das passt für euch, von der Martini ein bisschen was über diesen Schmerzkörper, gerade mit der Strenge sich selbst gegenüber, was ja eine gewisse, ja, es hat eine Härte und es kann auch Schmerzen verursachen oder ich verursache vielleicht durch meine unbewusste Strenge auch eine Härte nach außen, wie diesen Schmerzkörper. Magst du da ein bisschen was dazu noch weiter sagen? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber ich habe Rheumatismus und früher war das, das habe ich als, warum ich, wir sind 7 Kinder und keiner hat es, aber ich habe es von meiner Großmutter und ich kann mich erinnern, meine Großmutter ist immer bettlägerig gewesen und ich habe das geerbt, wie ich in, ich war 19 und ich war überfordert ich bin in Spannungen gekommen mit einem Freund. Und dann habe ich über Nacht einen Schmerz bekommen. Und das war, ich erkläre es so, dass es eine seelische Schmerz war, dass ich das nicht verkraften konnte, was er von mich verlangte. Ja? Und ich bin dann jahrelang zum Arzt gelaufen. Ich mache es ganz kurz. Und die haben nicht feststellen können, was es ist. Aber es hat sich dann entwickelt als Rheumatismus. Und das habe ich nicht so gut akzeptieren können. Und wenn ich dann einen Schub bekommen habe, habe ich das sozusagen als eine Strafe gesehen. Oder weiß ich Gott was. Ja, warum ich? Und nun muss ich sagen, ich bin eigentlich dankbar, dass ich diesen Schmerzkörper, also dieses Bewusstsein bekomme, ja, von, dass das, dass ich in mein
was Mitgift auch ein Verhalten an Tag gelegt habe, die nicht unbedingt für meine Umgebung angenehm ist, wenn ich so ein, wie nennt man das, Schub habe. Ja, dann ist man, wenn man Schmerzen hat, nicht unbedingt sympathisch. Also ich habe sozusagen meinen Schmerzkörper wiederum in die Welt als Schmerz gesetzt. Ja, ich habe andere verletzt oder weiß ich Gott was. Und dann habe ich eine Phase lang, ich habe es auch echt, dass ich zur Ärzte gegangen bin, habe gesagt, ich habe es nicht mehr. Da habe ich es auch nicht mehr. Lange, lange habe ich dann überhaupt keine Schmerzen. Denke ich, siehst du, es ist weg. Ja, und dann kommt es wieder einmal. Und jetzt höre ich von, wie heißt der? Eckhart Tolle. Der redet darüber, wenn du dann diesen Schmerz erfährst, nimm es an, wie es ist. Und das schaffe ich schon, dass ich da sozusagen über dem Leid stehe. Also ich bin nicht der Schmerz. Ja, ich habe sozusagen einen Innenraum entwickelt, wo ich nicht in Form oder Farbe oder was bin. Ich bin das nicht. Und dann kann ich das beachten. Ich bin der Beobachter von dem Schmerz. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und ich weiß auch, dass ich keinen Schmerz mehr an die Welt geben will. Ja, dass ich das auch nicht mehr tun soll, nicht mehr tue. Das ist sozusagen, ich werde herausgefordert. Ja, ich werde in die Wüste geführt, aber ich komme sehr dankbar aus dieser Wüste wiederum heraus. Also es ist ein tief spiritueller Weg, die ich gehe, und ich sage danke dafür. Ja, nicht, dass ich in Schmerz willkommen heiße, dass ich sozusagen das brauche, den Schmerz, aber ich stehe über den Schmerz, und das ist eigentlich auch ein Frucht der Meditation, dass Lieb und Leid dich nicht mehr so, ich war so ein Typ, der so Holladrio hoch und so tief, ja, so ganz tief. Und jetzt ist das so mehr flacher, ja. Das heißt nicht, dass ich die hohe Höhe nicht unwahrscheinlich schätze. Und die Tiefe, ich leide zum Beispiel sehr, dass die Politik jetzt oder wir Menschen alle wegschauen von den Leuten, die in den Lagern jetzt sind, in dieser Situation. Ja, was für ein Leid vorhanden ist in der Welt und dass so viel Finanzielles investiert wird in die Rüstung. Ja, das ist eine so große Ungerechtigkeit, und da leide ich natürlich auch, aber ich kann nichts ändern. Ja, also ich will sagen, dass das Lieb und Leid, und das ist der Schmerzkörper, der mir nichts mehr tut. Früher hat er mich beherrscht, aber jetzt bin ich davon frei. Echt frei. Ja? Habe ich jetzt Resonanz drauf? Mir ist der Begriff vom Eckhart Tolle durchaus klar. Und auch dieser Bezug zu der rote Faden. Zuerst habe ich überlegt, kann ich das überhaupt erzählen? Aber jetzt dieser Satz, ich habe der Welt sozusagen diesen Schmerz auch, also ich habe das rausgegeben, zugemutet. Und so kann ich sagen, wirklich, ich habe 6 große Schübe hinter mir. Also das ist ja schon relativ früh passiert in meinem Leben mit diesen Schüben.
Und jetzt durch die Corona-Krise und durch diese Krise jetzt ist mir klar geworden, ich bin so gefährdet, sozusagen dieses alte Muster wieder zu bedienen, was in meinem Körper wirklich so wie chronisch ist, chronifiziert ist, dass ich die Ernsthaftigkeit, wirklich die Gefahr sehe und das jetzt so wie als Auftrag gesehen habe. Ich mag eigentlich gerne nützlich sein. Ich möchte beitragen können und nicht sozusagen etwas hinaustragen, eine Schwäche oder Hilfsbedürftigkeit oder eben Angst, sondern im Gegenteil, ich möchte würdevoll mein Schicksal tragen, aber eben damit umgehen, dass ich eben nicht hilfsbedürftig bin, sondern im Gegenteil. Und das merke ich, ist jetzt so wie jetzt in der 7. Runde ist es mir klar und das finde ich ist ein Weg, ein spiritueller Weg oder die Vertiefung. Genau. Und ich fand es deswegen jetzt auch spannend, weil Einspitzigkeit ist mir auch ein Begriff und Meditation und Sitzen. Und mich beschäftigt na schon auch mein Leben lang eben das Thema Sport, Bewegung, Tanz vor allen Dingen, ganz viel Contact-Tanzen oder Continuum Movement, also diese Body-Mind-Connection. Das ist das, was mich total fasziniert, weil ich eben meine, allein mit Meditation ist es nicht getan. Ich habe vor 20 Jahren schon, also da bin ich eigentlich fassungslos gerade, vor 20 oder 25 Jahren habe ich schon im Kollegium und immer wieder auch darüber gesprochen, weil mit der Gerald Hüther mich schon lang begleitet und das Thema Plastizität des Gehirns und wie sehr wir uns verwandeln können. Und da war noch dieser Satz, die Gedanken können tatsächlich Synapsen verstärken, diese berühmten Autobahnen, also kann Materie beeinflussen. Und jetzt bin ich so wie, oh Gott, und ich habe es nicht ernst genommen. Ich habe es nicht ernst genommen bisher und ich möchte es gerne ernst nehmen, dass es eine unendliche Vernetzung von Geist und Körper gibt. Und dass ich wirklich was machen kann. Gleichzeitig, also ich möchte sagen, ich möchte es nicht machen, sondern ich möchte darum bitten, dass sowas wie Harmonie oder Heilung oder Veränderung passieren möge. Also so in die Richtung. Eine große Herausforderung für mich gerade. Die Herausforderung ist ein Stichwort, das mir mit der Martini ihre Geschichte über den Rheumatismus und über diesen Schmerzkörper irgendwo verbindet. Und zwar mit dieser Strenge, von der die Adelheid gesprochen hat, mit der Strenge zu sich selbst, die kenne ich ja auch. Es gibt dann Dinge, wo ich andere verletzt habe, so wie die Martini gesagt hat, durch den eigenen Rheumatismus, weil man einfach keine Nerven hat oder ungehalten ist oder so. Und bei mir sind es dann oft, das sind nicht körperliche Sachen, sondern Sachen, die mich seelisch schmerzen und die ich noch gar nicht ausdrücken kann. Und dann wäre ich entweder zynisch oder ironisch oder dann wird der Witz so hart und irgendwie unangenehm. Und da braucht es diesen Freiraum eben, wahrscheinlich Meditation oder diese innere Beweglichkeit. Das ist mir jetzt so dazugekommen. Und was du gesagt hast, Martini, wie du gesprochen hast von den Leuten in den Lagern und dass man irgendwie politisch und dass man nichts machen kann, das war eins, was das Gespräch von Monja und Adelheid und Regina und Verena ausgestrahlt hat, die Tatkraft. Die weibliche Tatkraft, nicht eine männliche Tatkraft, sondern eine weibliche Tatkraft ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber dieser Mut hinauszugehen und auch wenn man glaubt, es geht nicht, es ändert sich irgendwas. Also das hat das Gespräch so stark für mich ausgestrahlt. Das ist mir jetzt gekommen, wie du das gesagt hast eben. Ich resigniere derzeit sehr oft, weil ich irgendwo
Ich habe die kranke Mutter schon ewig lang zu betreuen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und Gott sei Dank geht es dem Josef jetzt gut, jetzt habe ich keine Sorgen mit ihm, aber es hat da schon andere Zeiten gegeben. Und es ist derzeit mit auch noch Enkelkindern für mich wenig Zeit für das Innere wieder nach außen zu tragen, das eigene. Und da die Energie wieder zu finden, das war auch in diesem Feminismusgespräch, aber auch jetzt in unserem roten Faden und in dieser Frage nach dem Schmerz und wie komme ich aus diesen schwierigen inneren Zuständen, in die man so abkippt, einfach durch die Situation, wie komme ich aus denen wieder raus? Ja? Da möchte ich auch gerne was dazu sagen. Und zwar, ich denke, wir können sehr viel mehr erreichen, als wir denken. Nur tun wir es dann auf eine andere Art. Wir denken immer, dass man nach draußen gehen muss und was tun, ja, und so und kämpfen oder weiß der Teufel was. Aber ich denke schon, dass da was dran ist, dass man zum Beispiel entweder Meditation oder gerichtete Gedanken oder Gebet, dass das was bewirken kann. Mittlerweile weiß man das ja auch mehr oder weniger wissenschaftlich, nicht, dass das aufeinander einwirkt. Und ich denke, wir als Frauen müssen einfach nur dazu stehen, dass wir diese Fähigkeiten nämlich eigentlich haben und dass wir die als wertvoll anerkennen und es dann auch tun, statt zu meinen, wir müssten jetzt, was weiß ich, das machen, was die Männer schon machen in der Außenwelt. Ja? Also ich rede so ein bisschen ins Blaue, aber ich habe das Gefühl, es hat was mit unserer Akzeptanz unserer spezifischen weiblichen Fähigkeiten zu tun, dass wir dahin kommen müssen und dass die eben anders aussehen in der, sagen wir mal, Problemlösung, als es uns bislang vorgemacht wurde. Und ja, dann lasse ich es mal dabei. Stichwort vorgemacht wurde. So ist in der Malerei zum Beispiel, viele Männer haben gemalt und die Männer haben wieder von anderen Männern von früher gemalt. Und bestimmte Themen sind überhaupt nicht, weil sie nicht erfahren worden sind, sind sie nicht gemalt worden. Und das schöpferische Sein, das muss nicht in der Malerei sein oder in der Musik oder in der Poesie. Ja, schöpferisch zu sein, aus dem Nichts etwas zu machen. Zum Beispiel, Monia hat gesagt, sie ist vor der Apotheke gestanden und hat mit Leuten geredet. Also, ich liebe es, wenn ich habe jetzt lange nicht einkaufen gehen können und ich fand das einen Luxus pur, ein Geld in den Umschlag zu tun und dann die Ware nach Hause zu bekommen. Ja, das war wirklich. Und dann hast du sozusagen für die Logistik alles da, um kochen zu können. Also das ist wirklich Luxus pur. Aber die Kommunikation, die Kontakt, die ich normalerweise mit den Leuten auf der Straße, ich liebe es, die Spontanität, ja, und die Gespräche, die da entstehen und was für eine schöpferische Begegnung das sein kann, spontan, aus dem Nichts heraus. Und das glaube ich, Heidi, das tun wir als Frauen, dass wir etwas in die Welt setzen, was trägt. Was trägt. Ja, also das ist aus der Lehre gekommen
und es trägt. Diese Person geht vielleicht tanzen, mit tanzenden Schritten nach Hause. Und ich wenigstens, ja. Ich sitze dann auf dem Fahrrad und ich denke, oh, als ob ich auf einem Pferd sitze. Ja, also ich fühle mich so getragen von dieses schöne Gespräch, was ich wieder mit anderen Leuten gehabt habe. Und wenn ich das nicht einkaufen gegangen wäre, hätte ich das nicht gehabt. Also ich sehe das alles, das Thema war heute, zieht mich, aber es kommt zu mir. Ja, die Leute, die kommen zu mir auf der Straße, nicht nach meiner Person, sondern die Begegnung findet einfach statt. Und ich denke, das ist schon sehr viel, was wir alltäglich im ganzen Kleinen miteinander, füreinander tun können. So, das ist, dann bringe ich wieder irgendetwas, eine Idee, die gekommen ist während dieser Begegnung. Ja, die kann ich dann wieder umsetzen. Marie-Rose, ich höre schon lange nichts mehr von dir. Ich bin ziemlich müde. Ja. Der rote Faden in meinem Leben ist der Atem geworden, den bewussten Umgang mit dem Atem, den bewussten, ja, ganz viel. Mich hat es berührt, was du, Martini, eben gesagt hast, vom Umgang mit Schmerz. Ich habe viel mit Migräne zu tun gehabt, immer wieder. Es ist ja auch ein grässlicher Schmerz. Und das könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich diesen Schmerz transzendiert hätte, so wie du das von dir erzählt hast, Martini. Das ist mir definitiv noch nicht gelungen. Da muss ich schon dann irgendwann andere körperliche Leiden oder so, mit denen konnte ich hin und her navigieren. Und das hat mit zu diesem roten Faden, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass ich immer die Frage, was bedeutet das? Da haben andere körperlich Leiden haben, da habe ich die Antworten gefunden dafür. Und lass mich von ihnen auch leiten. Ja. Und wenn wieder was auftritt, weil ich bin da, mein Körper ist da sehr kreativ, muss ich sagen. Der findet immer was Neues, was er mir dann gerade wieder bietet, wo ich dann knobeln kann, was das wieder bedeutet, ja. Und wenn ich es dann gefunden habe, dann ist es so eine Erleichterung, ja. Das heißt noch nicht, dass ich es dann im Griff habe, aber dann ist es ein Stück von mir geworden, dann ist es nicht mehr etwas Fremdes, was mir so passiert und was nichts mit mir zu tun hat, dann hat es was mit mir zu tun und ja, dann gehört es zu mir. Das ist auch ein Teil roter Faden in mir. Dinge, die von außen kommen und wo ich erst einmal, was bedeutet das jetzt schon wieder in meinem Leben? Und das ist auch im Psychischen und ja, im Psychischen, im Physischen, auch im Spirituellen ist das immer, ja, das ist die Grundfrage. Und wenn ich dann die Bedeutung so irgendwie abchecken kann, dann gehört es zu mir, dann macht es mich größer und lebendiger. Und ja, vielleicht sowas. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet gehabt. Ja. Ah, ja. Und ich wollte jetzt mal darauf zurückzukommen, dass wir Frauen doch eine andere Art miteinander zu sprechen haben und wie wir unsere Erfahrung teilen und unsere Perspektive teilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer das besonders interessant finden, jedenfalls die meisten, würde ich mal sagen, sich eine Stunde oder noch länger zusammenzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie man einen Schmerz annehmen kann
spirituell, statt vielleicht einfach Tabletten zu nehmen oder eine Spritze oder sowas, ja. Also wollte nur noch mal sagen, dass ich diese Runden, die wir haben als Frauen, sehr schätze und im vollen Bewusstsein, dass es manche Leute vielleicht langweilig finden, dass wir machen was unser Leben, was ist denn das schon was? Es ist ja keine große philosophische Gedanken oder theoretische Gedankenwelt, sondern das sind einfach nur wir. Und dass wir das jetzt machen können, in dem Sinne von Selbstbewusstsein entwickeln, dass wir das tun können und wissen, das ist unsere Spezialität, miteinander im Raum zu sein und uns zuzuhören und daraus zu lernen, dass wir das annehmen können. Und ich denke, damit machen wir auch was. Würde am liebsten jetzt der Ulrike ihre Übung vom letzten Mal wieder machen. Ja, also die war, ich habe das nochmal mit jemand anders ausprobiert. Ich finde die wunderbar. Ich würde das. Ja. Es verändert die Schwingung, findest du nicht? Es verändert komplett die Schwingung. Also Heidi, komm, initiier sie, fang an. Ja. Und zwar, jeder spricht den Namen aber aus. Also wenn du dich selber meinst, nennst du dich dann aber beim Namen. Und ich mache es jetzt, ich fange an und dann kann jeder weitermachen. Also, ich liebe dich, Martini. Ich liebe dich, Monja. Ich liebe dich, Marie-Rose. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Birgitta. Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Marie-Rose. Ich liebe dich, Martini. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Birgitta. Ich liebe dich, Monja. Ich liebe dich, Martini. Ich liebe dich, Marie-Rose. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Monja. Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Birgitta. Ich liebe dich, bin ich an? Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Monja. Ich liebe dich, Birgitta. Ich liebe dich, Marie-Rose. Ich liebe dich, Martini. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Marie-Rose. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Monia. Ich liebe dich, Brigitte. Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Martini. Liebe dich, Monia. Ich liebe dich, Heidi. Ich liebe dich, Birgitta. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich, Martini. Ich liebe dich, Marie-Rose. Monja, du hast jetzt ein Pfannkuchengesicht. Ja. Ja, wunderschön. Ich denke, damit schließen wir für heute. Ich würde noch gern was erzählen zum Thema, was Frauen machen. Okay. Weil auch ein Bezug zu dir hergestellt wird. Gestern, also ich habe eine Freundin oben, die ist Frau vom evangelischen Pfarrer,
und die sind noch gar nicht so lange da. Und auf jeden Fall über Ecken ist vor der Kirche offiziell genehmigt, dass eine meditative Tänze machen darf. Und das macht sie jetzt jeden Donnerstag. Also eine halt von uns Frauen. Da waren 30 Frauen im Abstand von diesen berühmten 1,5 Metern auf dem Kirchplatz. Die Musik war laut genug. Und die haben miteinander getanzt, diese einfachen, schlichten Tänze. Und das hat mich so beeindruckt. Also einfach, weil es waren vertraute Gesichter und nicht vertraute Gesichter, aber dass aufs erste Mal 30 Frauen ungefähr da waren und miteinander getanzt haben. Und dann hat eben die Kerstin eine mir vorgestellt und gesagt, ja, die besucht mich gerade, die ist aus Nürnberg, die heißt Caroline und die kennt dich, Heidi. Und habe ich gesagt, ich war doch auch in Nürnberg auf dem integralen Kongress, wo ich dich auch kennengelernt habe. Und auf jeden Fall fand ich das total toll, dass der integrale Salon sozusagen dann auch schon wieder repräsentiert war. Und du? Ja, wunderbar. Ich hoffe, euch hat die abschließende Übung gefallen. Mich berührt sie immer jedes Mal wieder. Es ist das, was wir tun können, um die Energie zu ändern in der Welt. Und wir sollten das als Gewohnheit machen, immer mit der Übung abschließen oder beginnen. Wie auch immer. Ja, ich danke euch wieder. Bis zum nächsten Brunnentreffen im nächsten Monat und bis dann. Bye, bye.